Wer lässt sich von Kameras gerne überwachen? Das ist der nächste Schritt. Ja, die Alexa will ja jetzt dann auch noch ein Bild drin haben, ein Screen. Das heißt, dann wird noch abgefilmt, was sie da treiben. Oder ganz geil, Snapchat. Snapchat! Wissen Sie, was das ist? Snapchat ist diese coole Brille. Das ist Snapchat. Und diese Snapchat-Brille setze ich mir auf, mache mein iPhone an, mache Snapchat an, einen Streaming-Kanal, hauptsächlich jetzt noch von jungen Menschen genutzt. Und Snapchat filmt alles mit, was ich mir so angucke. Filmt alles mit, streamt. Immer so kleine Häppchen von 10, 20 Sekunden. Und ich sehe das sofort in meinem, also was ich hier oben sehe, was hier oben mitgefilmt wird, überträgt sich sofort in meinen Livestream, in mein Handy, in meine App und wird sofort übertragen. Das heißt, alles, was ich angucke, ist Livestream. Ich habe es jetzt nicht an. Ja, wenn ich es an hätte, werden Sie gewarnt, weil das da oben so ein bisschen blinkt. Weil man gesagt hat, naja, stell dir mal vor, der geht jetzt mit dieser Brille in den Swingerclub. Jetzt sitzt der im Swingerclub, da müssen doch die gegenüber erkennen, schau mal da oben, ja, da blinkt es, da filmt irgendeiner. Aber jetzt lachen alle, sagen, was soll man mit so einem Blödsinn? Ich finde das hochinteressant, das Teil kostet 130, 140 Euro. Und was ich mir jetzt überlegt habe, was kann man denn mit so einer Snapchat-Brille machen? Man kann da sehr, sehr viel machen. Und das ist das, was ich Ihnen, wo ich gesagt habe, setzen Sie sich einfach mal hin und überlegen Sie und sagen Sie nicht gleich so ein Blödsinn, das ist nur was für kleine junge Menschen und für Mädels, die dann so, und so Katzenzungen und so einen Scheiß machen. Das ist blöd. Nee, es ist gar nicht blöd. Stellen Sie mir vor, was ich mir jetzt überlegt habe, alle reden über Employer Branding. Große Firmen, kleine Firmen. Alle jammern, dass sie keinen Nachwuchs kriegen. Was machen sie? Sie produzieren mit ihren alten Denkmustern immer wieder den gleichen Scheiß. Prospekte, Hochglanzprospekte. Kommt zu uns, geile Firma, super, tolle Aufstiegschancen und, und, und. Und irgendeiner beschreibt dann, wie toll das in dieser Firma ist. Und was ich jetzt mit meinen Studenten hier machen will, einen ersten Auftraggeber habe ich schon, eine Tierklinik. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen Employer Branding und die Tierklinik möchte junge Tierarzthelferinnen, weil der Nachwuchs extrem fehlt. Ja, es gibt kaum Nachwuchs. Und jetzt könnten Sie doch einer 16-, 17-Jährigen die Brille geben, das ist eh ihr Medium, und du sagst zu ihr: So, liebe Lea, du setzt das Ding jetzt auf, schaltest das bitte, schaltest das mit deinem Kanal, mit deinem normalen Snapchat, schaltest du das jetzt frei. Und dann machst du bitte, das sind immer so 15 bis 20 Sekunden Stream, und dann streamst du mal den ganzen Tag, mein Tag als Tierarzthelferin in der Tierklinik XY. Und dann wird das erstens mal live übertragen, man kann das dann angucken, und hinterher kann ich diese Filme, die gemacht hat, diese Häppchen, die kann ich runterziehen. Und diese Häppchen kann ich dann nehmen, kann sie wieder auf einen anderen Kanal rauftun, aber ich habe die Sicht, die echte Sicht, wo guckt denn eine hin? Und was ist einer, die da dort arbeitet, einer 17, 16, 17-Jährigen, was ist der wichtig und wie gestaltet sich ein Tag im Leben einer Tierarzthelferin in einer Tierklinik? Weil natürlich liest sie die Prospekte oder das, was das Arbeitsamt gibt, aber das müssen sie mal lesen, was das für ein Schmarrn ist. Das interessiert keinen. Aber so, und dann ihre ganzen Freundinnen sehen das und sagen: Hey, wow, das ist cool. Und dann macht sie noch die Bilderchen rein und sagt sie: Schau mal, so einen kleinen Putzihund, der kommt heute, der kriegt eine kleine Impfung. Und hier haben wir jetzt den Dackel und jetzt tue ich alles vorbereiten, weil der Dackel wird jetzt kastriert. So, und jetzt tue ich hier eben tue ich jetzt hier alles abrasieren, dass er schön sauber ist. So, und jetzt mache ich den OP-Tisch, tue ich jetzt vorbereiten. So, und dann haben sie den ganzen Tag aus Sicht genau dieser Zielperson. Und könnten das dann auswerten. Sie könnten das dann auch weiter vernutzen, meines Erachtens für echtes Employer Branding. Und jetzt überlegen Sie sich, wo Sie so eine Brille noch überall einsetzen könnten. Aus Sicht von dem, der es anwendet. Ja, ich könnte jetzt auch, ich habe früher viel so mit Eye-Tracker gemacht. Augenkameras und, und. Das waren Riesenkisten. Sau teuer. Jetzt habe ich hier 190 Euro. Dann kann ich sagen, du geh mal da rein und geh mal durch, geh einkaufen. Und ich beobachte den, weil er live streamt. Und ich schaue, wo der hinguckt. Und wenn die Brille so leicht ist wie das hier, dann weiß er nicht mehr. Früher waren das solche Apparate. Ja. Sag, jetzt geh mal da rein und jetzt schau ganz normal, geh jetzt mal durch den Einzelhandel. Und dann hat er das schon so gehalten. Und dann geht es ganz normal, so wie immer. Ja, jetzt gehst du da durch und ja, das ist der Schmarrn. Und jetzt gibst du ihm so ein Ding und sagst, schau mal, und dann marschiert er durch. 140 Euro.
Nichts. Jetzt überlegen Sie sich mal, was Sie aus so einem Zeug eigentlich alles machen könnten. Und ich denke, das sind Dinge, wo wir uns dann eben fragen, ja, sind wir wirklich ready? Ja. Und die Ausreden sind immer die gleichen. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Ja, klar, ist immer die Ausrede. Deine Branche trifft es nicht. Ja, klar, du hast es schon immer anders gemacht. Ja, klar, deine Kunden sind noch nicht online. Ja, klar, deine Kunden wollen das ja gar nicht. Megatrends betreffen dich auch nicht. Und das Business braucht keine Digitalisierung. Und es ist sowieso, da wo ich arbeite, ist Business to Business. Und Business to Business ist sowieso alles ganz anders. Business to Business ist gar nichts anders. Ende. Oder glauben Sie, dass ein Ingenieur oder ein Rechtsanwalt zum Lachen in den Keller runtergeht? Oder ich nicht. Also ich glaube, mein Tipp, nehmen Sie die Herausforderungen an. Nichts besteht ewig, weder in der Natur noch im Business. Und wir müssen endlich ins Tun kommen. Do it. Und das wollen wir heute Nachmittag machen. Und wer irgendwas probiert, ich glaube, früher Scheitern, früher Erfolg. Und das Tolle ist, wir leben jetzt in einer Zeit, alle, wo die Karten neu gemischt werden. Und ich glaube, jeder von uns muss sich einfach eine blutige Nase holen. Und jetzt werden Sie mich fragen, Herr, wie geht man an diese ganze Sache ran oder was soll man da machen? Da haben wir uns natürlich auch sehr, sehr viel überlegt, speziell hier an der Hochschule. Und wir haben uns überlegt, wir bräuchten einen sogenannten Digital Readiness Test. Es gibt sehr, sehr viele Modelle. Also das ist keine neue Idee von uns gewesen. Und wir haben uns überlegt, was machen wir denn? Und ich habe so ein Team, den Professor Andreas Schöler, der auch hier mit mir an der Hochschule als Professor tätig ist, und meine Tochter Marina, die ihr BWL-Studium abgeschlossen hat als Master. Und die hat hauptsächlich, das war hauptsächlich ihr Verdienst, oder sie hat eigentlich die Schweinearbeit gemacht. Wir haben eigentlich nur gescheiter hergeredet, wir beide. Und sie hat sich praktisch durch 70 aktuelle nationale und internationale Digital Readiness Modelle aus Wissenschaft und Praxis durchgekämpft, durchübersetzt und hat dann eben versucht herauszufinden, mit welchen Dimensionen arbeiten diese Digital Readiness Modelle. Und das Ziel war eben die Reduktion dieser Fragestellungen, die sich in diesen 70 Modellen praktisch immer wieder teilweise wiederholt haben, die auf ein eigenes oder auf ein kleines Modell zurückzuführen, das man eben auch recht gut vielleicht selber handeln kann. Also eine Inhaltsanalyse, aus der heraus wir, gebe ich Ihnen nachher den Link auch dazu, wo wir dann eben auch, das kann man eben auch online machen, eben schaut, wo sind die Felder, wo ich jetzt einfach nicht so fit bin. Und ich denke, es muss, die Komplexität bei den meisten Readiness-Modellen ist, dass sie zu komplex sind. Und für den Einstieg, glaube ich, ist das ein sehr, sehr großes Hemmnis, weil dann brauchen Sie für jeden Bereich immer einen Experten. Aber der Experte an sich beurteilt ja nicht, ob Sie jetzt in bestimmte Prozesse einsteigen oder nicht. Also muss es irgendwo auf CEO-Ebene, da muss es eben ablaufen. Und eben auch das in dieser Tiefe, die nicht so ganz tief runtergeht, einfach um herauszufinden, relativ schnell, bin ich da in Ordnung. Und Sie sehen dieses Modell, ich habe es dann da auch hingehängt, weil daraus wollen wir dann so eine kleine Übung machen. In der Mitte steht in diesem Modell für uns der Kunde, weil der Kunde im Zentrum, alle reden davon, Customer Centricity, wir müssen uns um den Kunden kümmern, alles natürlich Lippenbekenntnisse seit 15, 20 Jahren. Wenige haben sich um den Kunden gekümmert, wenn man sich die ganzen Dinge anguckt. Und von da gehen wir eben aus. Der graue Kreis ist das aktuelle Modell, Geschäftsmodell, wo man versucht, Wert zu erzeugen. Und hier finden sich also diese strategischen Überlegungen, die eigentlich im strategischen Marketing, die jeder von Ihnen kennt. Analyse, Strategie, Zielplanung, was ist die Einnahmequelle, welche Kosten haben wir dazu, Steuerung und Kontrolle. Also das ist diese Ebene Business-Modell. Und dann haben wir aufgeteilt und haben gesagt, naja, das Ganze wird natürlich in dem äußeren Kranz, all das, was wir jetzt in Zukunft da treiben, wird natürlich von der Makroumwelt, die Amerikaner nennen das Pestanalyse, beeinflusst. Und also Political, Economical, Social and Technological Analysis. Und das sollten wir halt immer auf dem Radar haben, weil diese Punkte können wir nicht beeinflussen. Wir können keinen Megatrend beeinflussen, aber wir müssten ihn auf dem Radarschirm haben oder sonstige Veränderungen in unserer Umwelt, die aus der Gesellschaft, Kultur, Staat, Recht, Politik oder eben aus der Technologie oder aus der Umwelt kommen. Und dann haben wir innen die drei Kreise. Wir haben einmal die sogenannten Wertangebote,
die Infrastruktur und die Personas und das Kundenerlebnis. Und warum haben wir das gemacht? Das Problem ist, dass in den meisten Modellen, dass man das immer spitz gleich in ein Thema hineingegangen wird. Und wir haben in der Beratung auch gesehen, dass sich die Firmen, also jeder weiß mittlerweile, dass Digitalisierung wichtig ist und jeder weiß mittlerweile, dass Digital Transformation, das ist alles nichts mehr Neues. Das große Problem ist, wenn man jetzt sich die Ärmel hochkrempelt und sagt, wir haben das, machen wir es. Lasst uns das jetzt heute machen. Lass uns morgen anfangen. Nee, heute ist besser als morgen. Fangen wir jetzt an damit. So. Aber wo? Wo fängt man da an? Weil das Thema so dermaßen komplex ist, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo fängt man an. Und mein Tipp, ich glaube einfach, was ich habe mich jetzt 2 Jahre damit beschäftigt, intensiv, ich glaube einfach, was keinen Sinn macht, ist irgendwo in einem Segment zu schrauben. Das ist irgendwie, ist das Ganze wie ein Biotop. Ja, Sie verändern an einer Stellschraube irgendwas, Sie sagen, wir müssen zum Beispiel hier oben bei den Wertangeboten und Präsentationen, wir müssen unseren Verkaufskanal verändern. Wir müssen einfach online gehen. Ja, wir müssen, lasst uns online gehen. Sowohl, wenn es Business to Business ist, dann vielleicht an die nächste Handelsstufe als Hersteller oder wenn es Business to Consumer ist, an den Endkunden. Also wir müssen uns einfach in diesen Bereichen verändern. So, und jetzt gehen Sie da rein und sagen, wir gehen in den E-Commerce, der Handel. Aber auf der gleichen Seite handeln Sie sich da unten so dermaßen Ihre Probleme ein, weil Sie ja die Betriebsmannschaft brauchen. Sie brauchen ja die Mitarbeiter. Sie brauchen Leute, Sie brauchen vom Leadership über die Prozesse hinweg und von den Mitarbeitern und vom Personal jemanden, der den E-Commerce auch wirklich beherrscht, der den E-Commerce wirklich machen kann. Und weil wir vorhin über Ausbildung geredet haben, selbst in Bayern, es gibt nichts, es gibt keine E-Commerce-Ausbildung, es gibt einen Handelskaufmann von der IHK. Was soll ich bitte mit einem Handelskaufmann, mit den Lehrinhalten und einem Curriculum, das von 1820, weiß ich nicht, ist, tut denen vielleicht jetzt auch ein bisschen Unrecht, aber es steht nichts drinnen vom E-Commerce. Es steht nicht drin, wie ein E-Commerce funktioniert. Es steht nicht drin, wie ein Online-Shop funktioniert. Es steht nicht drin, wie so ein System zu führen ist. Es steht nicht drin, wo die Bilder herkommen. Es steht nicht drin, welche Texte man da reinstellen muss. Es steht nicht drin, dass man dazu SEO braucht, Search Engine Optimization, dass man überhaupt gefunden wird. Es steht nicht drin, wie man Amazon-Ranking macht. Das steht da alles nirgends drin, das wird nicht gelernt. Verstehen Sie? Das heißt, wenn jetzt da oben irgendeiner sagt, wir gehen jetzt in den E-Commerce, dann muss er sehr wohl wissen, wenn er da oben die Schraube dreht, dass ihm da unten in der Infrastruktur und Orga ihm einige Dinge um die Ohren fliegen, wenn er sie nicht vorher mitgedacht hat. Und das nächste Problem ist selbst da oben, bei dem Wertangebot und Präsentation. Jetzt kommt jemand und sagt, wir gehen in den E-Commerce. Und auf einmal haben sie einen dermaßen Kanalkonflikt an der Backe, weil der Vertrieb nämlich sagt, ihr Schweine wollt jetzt E-Commerce machen. Jahrelang habt ihr uns rausgejagt. Wir waren die armen Säcke bei Wind und Wetter hunderte von Kilometern abgespult. Und jetzt wollt ihr uns ersetzen durch den E-Commerce? Ihr seid doch das Letzte, seid ihr. Der Key-Account bleibt schon. Ja, der Key-Account, ich bin aber kein Key-Account, ich bin ein stinknormaler Vertriebler. Und das löst mich ab. Ja, stimmt. Aber du wirst ja dann frei für bessere Tätigkeiten. Und das ist das, was ich nicht glaube, was vorhin erzählt wurde. Das glaube ich nicht. Die Digitalisierung wird so viele Leichen hinterlassen, aber ganz gewaltige Leichen. Das wird ein Schlachtfeld, wird es. Natürlich gibt es neue Jobs, aber Sie glauben doch nicht, Amazon testet jetzt Stores, nicht online, sondern offline, wo Sie reingehen und wo da keiner mehr drin sitzt an der Kasse. Sie nehmen das Zeug raus, tschakalaka, tun Sie in Ihre Tasche rein und gehen wieder raus. Und die Großen haben sich schon angekündigt und haben gesagt, hey, Amazon, wenn das funktioniert, so ein System brauchen wir auch. Und wenn man dann fragt, ja, was passiert denn mit den alten Kassiererinnen? Ja, die werden frei, die befreien wir doch von diesen blöden Scannerkassen. Das sind jetzt endlich dürfen sie Mensch sein. Die machen jetzt was Wichtiges, die beraten den Kunden. Ja, glauben Sie das? Glauben Sie das, dass Trude Wuchtig, die 20 Jahre da an der Kasse sitzt und 20 Jahre da drüber geschoben hat, das wird jetzt die große Verkaufsberaterin für Kosmetik? Oder für was? Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube es nicht. Die wird wegrationalisiert. Punkt. Ende. Weg. Und die kann ich nicht umschulen. Die soll die jetzt Computerspezialist werden oder was? Ich glaube das nicht. Die ist einfach weg. Und deswegen glaube ich, die einzige Möglichkeit wird sein. Natürlich gibt es neue Jobs. Aber nicht den man wegrationalisiert. Der bleibt auf der Strecke. Also wird es, und das ist meine persönliche Meinung, es wird am Schluss auf das bedingungslose Grundeinkommen so oder so wird es hinauslaufen. Weil sonst haben Sie eine Herrscher von Menschen, die sowieso keine Kohle mehr haben,
Also dann können sie ja nicht mehr konsumieren und die total unzufrieden sind. Und dann haben sie eine Sprengkraft im Land oder überhaupt in unseren westlichen Nationen, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, wie schlimm und wie grausam das dann wird. Also wird es auf das bedingungslose Grundeinkommen hinausgehen. Und die Frau, die da sitzt und die da seit 20 Jahren so macht, natürlich, die ist doch nicht doof. Die sagt, natürlich habe ich nur das gemacht. Aber da habe ich ja ein paar hundert Euro gekriegt und wir haben es am Monatsende, haben wir die Kohle gebraucht für die Miete, für die Heizung, für das und das und das. Natürlich war das eine Scheißarbeit, aber wir haben die Kohle gehabt. Und jetzt befreien wir sie von dieser großen Kohle. Also wie gesagt, da muss man eben aufpassen. Und da habe ich Ihnen das dann rein, eben ein Businessmodell, da wollen wir aber nachher kurz besprechen, dann eben die Ebene von den Wertangeboten, aber auf die, das gehe ich dann, können wir die in der Übung machen. Und dann haben wir eben noch den blauen Bereich, die Infrastruktur und am Schluss dann eben all die Dinge, die dann mit den Personas und Kundenerlebnis zu tun haben. Ich gebe Ihnen jetzt zum Schluss noch einmal das Bild. Man kann es nicht besser erzählen, als wenn der Text da ist. Das heißt, und in den orangen Bereich haben wir versucht, da sind all die Dinge drinnen, die jetzt praktisch eher so in Richtung Kunden gehen. Ja, wir haben es Personas und Kundenerlebnis genannt, eben bewusst aus Sicht des Kunden. Ja, also welche Reisen machen eigentlich die Kunden? Kenne ich eigentlich die Customer Journey meiner Kunden? Das ist ja das Riesenproblem heute. Wenn Sie Ihre Webseiten im Griff haben und Ihre Shops, dann wissen Sie, wie sich die Menschen in ihrem eigenen digitalen Spielfeld bewegen. Wo die sind, wie lang die sind, wann sie abspringen, etc. Wie hoch die Bounce Rate ist, wann hupfen sie runter, wie lang sind sie auf einer Seite, wie bewegen sie sich. Das kann ich heute alles tracken. Was aber sehr, sehr viel größere Probleme macht, ist, wo waren die vorher? Welche Reise haben die vorher gemacht? Und deswegen, weil ich das vorhin so mit dieser Siri und mit dieser Alexa gebracht habe, das ist schon hochintelligent, was Google da machen will. Google ist ja nicht blöd. Und Google hat erkannt, dass bei den Suchanfragen, wenn jeder von uns irgendwas kaufen will oder was suchen will, dann ist bei transaktionalen Suchanfragen, ich kaufe eine Brille, Spectacles von Snapchat, dann geben ja die wenigsten von uns in Google Spectacles Snapchat ein. Sondern immer wenn es um was geht, was wir kaufen, gehen wir sofort zu Amazon. Weil wir gelernt haben, Amazon ist schneller, Amazon ist günstiger. Also läuft Amazon momentan Google, wenn es transaktionale Suchen sind, den Rang ab. Oder hat Google schon den Rang abgelaufen? Und jetzt sagt Google, deswegen möchten wir müssen darauf reagieren. Und deswegen werden wir mit Artificial Intelligence versuchen herauszufinden, wann Sie und du bereit bist, eine Snapchat-Spectacle-Brille zu kaufen. Und das wissen wir noch, bevor du das weißt. Und noch bevor du bei Amazon was eingibst, grätschen wir rein und du kommst gar nicht mehr dazu, bei Amazon das einzugeben, weil wir genau wissen, wann der Zeitpunkt ist, wann du reinspringst. Das klingt jetzt vielleicht total abgespaced, aber so ganz weit weg ist es nicht und so ganz weit weg sind die nicht. Und was ich mir überlegt habe hier an der Hochschule oder überhaupt, wenn es um das Thema Marktforschung geht, was ich glaube ich in Zukunft, dann höre ich dann eh gleich auf, was ich in Zukunft, was sich wirklich verändert hat, ist, waren immer gewohnt, in der Marktforschung mit irgendwelchen Stichproben zu rechnen und haben dann eine lächerlich kleine Stichprobe versucht zu übertragen auf die Grundgesamtheit. Und wissen Sie, was das Gemeine ist oder das Tolle auf der anderen Seite? Google, Amazon, Facebook, die haben die Grundgesamtheit. Also Facebook geht jetzt bald durch die Decke mit 2 Milliarden Menschen. Das heißt, die Grundgesamtheit ist 2 Milliarden Menschen. Und was die machen ist, die wursteln nicht mehr mit einer kleinen Stichprobe rum, sondern die schauen sich das Ganze an und schließen von dem Ganzen auf uns, auf das Individuum. Und nicht die erschreckende, aber die ernüchternde Nachricht ist, weil ich vorhin gesagt habe, wir sind alles Individualisten. Die wissen, dass wir keine Individualisten sind. Die sagen, so individuell, wie du glaubst, oder Fischer, so individuell, wie du glaubst, dass du so individuell und super cool bist. Dich, Fischer, gibt es. So ein Mustermann-Typ wie du, den gibt es. Glatze, alter Sack, weißer Ziegenbart. Solche gibt es. Und die Hobbys, die du hast, solche gibt es 17,8 Millionen Mal.
allein in was weiß ich was. Und wir wissen auch, wie sich diese Typen verhalten. Also wissen wir auch, wie du dich verhältst, Fischer. Also so besonders bist du nicht. Und die Studien zeigen, Facebook kann zum Beispiel voraussagen, welche Pärchen sich trennen und welche Menschen in ihrem Pool zusammengehen werden. Also die haben die Grundgesamtheit, beobachten die Masse und schließen von der Masse auf den Einzelnen und können deswegen sehr gute Vorhersagen machen, wie wir uns verhalten. Und deswegen ist die Idee von Google über Artificial Intelligence Amazon so zu bekämpfen, dass sie sagen, bevor noch einer hier eingibt, Snapchat-Brille bei Amazon kaufen, wissen wir, das wird er jetzt kaufen und dann grätschen wir rein und dann kommt der auch nicht zu Amazon. Ja, und deswegen haben wir eben versucht, so ein kleines Modell zu machen, auch ein Prototyp, vielleicht holen wir uns auch eine blutige Nase damit, aber wir haben zumindest ein Raster, wo wir sagen, okay, Digitalisierung, was heißt das, was bedeutet das? Und so kann ich diese vier Bereiche eigentlich recht gut durchprüfen. Wir haben dann eben aus diesen 72 Modellen auch so Fragestellungen extrahiert. Wenn Sie Lust haben, wie gesagt, können Sie da das gerne mal für sich selber durchspielen. Sie kriegen dann so eine PDF-Auswertung von uns. Wie gesagt, alles kostenlos. Und am Nachmittag will ich aus diesem Ding heraus, wollen wir dann einfach mal zwei, drei kleinere Übungen machen. Und ich denke, wie gesagt, es ist eine kleine Struktur, die einem hilft, in diesem ganzen Großen dann hemdsärmlich vielleicht auch mal ein bisschen zum Ergebnis zu kommen oder zumindest zu wissen, da in den nächsten Punkten müssen wir in Zukunft investieren, weil sonst bleibt das alles, das ganze Thema so nebulös und man sagt, ja, wir wissen schon, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Nur was wir dann wirklich machen bei dem Digitalisieren und wohin wir uns dann transformieren sollen, das ist immer, das bleibt eigentlich fast jeder schuldig. Ist auch klar, weil das nicht die Aufgabe von irgendeinem Unternehmensberater oder einer Unternehmensberatung ist. Die soll uns dann eben coachen, aber machen müssen wir es schon selber wahrscheinlich und sagen, wir packen das jetzt und in dem einen oder anderen Fall holt man sich vielleicht Hilfe, aber das Packen, wir machen es jetzt, ich denke, das liegt bei jedem von uns selber. Okay, jetzt habe ich ein bisschen über die Zeit gelabert, tut mir leid. Ich übergebe an dich, Hermann, und dann vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.